Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II War in Europe gegen den Steinwallen. Ja, wir sind jetzt gerade in der Phase, wo die Züge wahrscheinlich etwas schneller ablaufen und die Folgen wahrscheinlich auch relativ kurz werden, denn auch wenn es jetzt hier keinen echten Sitzkrieg gibt mit meinem Angriff auf Metz, aber allzu viel gibt es natürlich momentan nicht zu tun. Truppen verlegen, ein bisschen einkaufen und natürlich nicht vergessen, Marine, Hauptquartiere und Italien. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch mal eine Checkliste gemacht. Meine U-Boote hier werden auch angegriffen jetzt hier auf der Atlantik-Konvoi-Route. Die müssen wir dann da abziehen. Das war's auch schon. Ich sehe auch, ich muss immer noch beim Fog of War nachbessern. Der ist immer noch zu bescheiden. Es kommt davon, wenn man sich eigene Mods zusammenstellt. Deutschland hat gestört, Großbritannien 9 MPP und Kanada, Vereinigtes Königreich 10 MPP. Sind immerhin 19, die dem Steinwallen in dieser Runde nicht zur Verfügung stehen. Ja, den Fog of War müssen wir auf alle Fälle nochmal nachbessern. Der ist mir echt deutlich zu gering. Gerade eben sehe ich ja quasi hier gar nichts. Und ein furchtbares Schneegestöber. Ich werde mir jetzt erstmal einen kurzen Überblick über die Situation machen und bin dann sofort wieder für euch da. Ja, also ein weiterer Vorstoß in Frankreich ist momentan nicht so sinnvoll. Wir haben jetzt den 30. Dezember 39, mitten im Winter, kann man auch schön sehen. Ich zeige es euch jetzt hier mal. Ich könnte zwar hier noch weiter vorrücken in die Zones of Control und weitere Einheiten nachziehen, allerdings bin ich dann schon hier zum Beispiel in dem Bereich, wo mich zwei Armeen angreifen könnten und ein Korps. Und ich habe momentan tatsächlich auch noch nicht wirklich die Einheiten, um entsprechend nachzuziehen. Wir können jetzt nochmal hier gucken, von den hinteren Einheiten komme ich durch die Kontrollzonen hier vorne nicht wirklich durch. Den Panzern ebenso nicht. Wobei die Panzer könnten hier schon vorstoßen. Nee, wichtiger ist jetzt tatsächlich jetzt erstmal, dass wir verstärken. Aber zuerst kaufen wir jetzt endlich unsere Fallschirmjäger. Einmal Fallschirmjäger kosten 200. Die upgraden wir mit Infanteriewaffen 1, dass die gleich auch wirklich gut aufgestellt kommen und dann müssten wir eigentlich alles laut unserem Produktionsplan haben. Bis Mai, Juni. Gut, die kommen natürlich relativ spät, die Fallschirmjäger. Die kann ich allerdings auch später in Russland recht gut benötigen. Ich habe mit Fallschirmjägern bisher gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, das geht soweit in Ordnung. Dann werden wir jetzt auf alle Fälle mal die Armee hier verstärken. Auf 8. Und dann werden wir jetzt hier anfangen, unsere Einheiten hier in dem Sektor, ah, das war es auch schon, weiter verstärken können wir gar nicht. Unsere MPPs sind nämlich schon ausgegeben. Gut, das macht nichts, das wird jetzt bestimmt noch ein bisschen länger. Das Wetter schlecht sein, dann können wir unsere Flugzeuge auffüllen. Jetzt rufen wir mal unseren Verlegungsplan an oder Aufstellungsbereitstellungsräume für den Frankreich-Feldzug, um hier auch einigermaßen ordentlich meine Einheiten verschieben zu können. Genau, wir haben hier eine Armee, die wollte ich in diesen Bereich setzen. Dann schauen wir mal, eine Panzereinheit. Ich verlege die jetzt auch nochmal hier per Gewaltmarsch. Das heißt, wir sind dann auch schon da, wo wir hinwollen. Ich bin mir jetzt bloß gerade nicht sicher, ich muss das mal eben vergleichen, ob ich hier richtig bin. Ja. Da sind wir richtig. Wann bekommen wir denn unser... Moment, was war falsch? Wann bekommen wir denn unser zusätzliches Hauptquartier? Produktion im September, Oktober 40 erst, okay. Momentan haben wir drei Hauptquartiere. Da werde ich dann aus dem Süden natürlich noch Hauptquartiere vorlegen, aber eventuell habe ich hier noch Potenzial im Raum bei Metz. Das wird sich noch zeigen. Dann die Armee. Kommt hier rüber. Bei Düsseldorf. Zweite Armee wird auch hier ins Ruhrgebiet rüber geschickt. Und die Korps muss ich mir jetzt mal angucken, in welchem Bereich wir die legen. Verstärken wir doch den südlichen Bereich nochmal.
Ein Korps, eine Panzerarmee. Na, vielleicht lieber nochmal hoch Richtung Holland. Schließen wir jetzt mal hier die Lücken. Zur Erinnerung, also Einheiten aufstocken, das heißt mit ihrer maximalen Stärkewert kann ich auch, wenn sie direkt an der Frontlinie stehen, allerdings nicht bis auf 10. Und die Upgrades, die sind nur möglich, wenn ich quasi nicht direkt an der Frontlinie stehe. Mir fehlen jetzt aber hier momentan auch die Option und vor allem die MPPs, um die momentan noch aufzustocken. Und wenn wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier die Frontlinie noch einigermaßen verstärken. Wo ist denn unsere dritte Panzerarmee eigentlich? Ah, die kommt ja erst noch. Wann kommt die? Im Januar, Februar. Das ist auch bald soweit. Die verlegen wir dann in den Norden. Hier unten bei Metz, denke ich, werden wir diese Einheiten jetzt noch so lassen, wie sie derzeit sind. Auf alle Fälle jetzt hier schon mal die Lücken ein bisschen auffüllen. Jetzt habe ich es auf der Checkliste und habe die Armee wieder nicht zuerst eingeteilt, aber das ist jetzt tatsächlich erstmal unabhängig. Befehlshaberwert 7, also der von Rund steht, ist auf alle Fälle der bessere Kommandeur, was die, stellen wir die mal frei, was Angriffe angeht. Das heißt, wir unterstellen diese Armee auch dem von Rundstedt. Jetzt gucken wir mal, dass das hier noch einigermaßen passt. Da die auch offensiv werden, wenn wir die hier auch dem Rundstedt unterstellen. Moment. Geht gerade nicht. Na? Ach, die habe ich schon bewegt, deswegen. Unterstellen. Da ist keine Luft mehr. Wir gucken mal. Hauptsache, die Bomber sind angeschlossen. Das ist das Wichtigste. Können wir bestimmt hier... Wen können wir denn da noch abwählen? Eigentlich keinen so wirklich, gell? Sieht man auch schon, da wird es dann schon knapp. Selbst jetzt hier mit den zwei Hauptquartieren. Das dritte Hauptquartier brauchen wir dann weiter oben. Ich muss nochmal einen Blick auf den Aufmarschplan wählen. Die Fallschirmjäger. Zwei Armeen sind da. Dann belassen wir die Korps mal im rückwärtigen Raum auf alle Fälle. Gut. Aus dem Osten haben wir nichts mehr zu verlegen. Wir haben momentan noch zwei Einheiten in der Reichweite von 10 um Warschau rum. Erinnert euch, in einer letzten Folge hatte ich das beschrieben, dass zwei Einheiten quasi hier maximal 10 Felder von Warschau weg sein dürfen. Die müssen hier auch bleiben, denn sonst wittert Stalin da irgendwelche Schwächen. Und dann kann es sein, dass die Bereitschaft Richtung Alliierte, das heißt Richtung Kriegseintritt, wieder nach oben geht. Momentanes Ziel ist immer noch Russland relativ langsam in Richtung Alliierte bewegen zu lassen. Denn erst wenn die einen bestimmten Schwellenwert überschritten haben, so wie ich das verstanden habe, fängt dort auch so richtig die MPP-Produktion erstmal so richtig an. Das heißt, alles, was jetzt noch passiert, ist bei den auf russischer Seite noch relativ langsam. Das slowakische Korps, das brauchen wir auf alle Fälle nicht hier im Westen. Und tatsächlich, glaube ich, haben wir jetzt hier quasi schon unsere Truppenverlegungen so vorgenommen, wie wir es machen müssten. Ich könnte vielleicht noch die Flugzeuge ein bisschen umsortieren, dass die etwas zentraler stehen. Schauen wir mal. Eigenschaften. Jagdflugzeuge haben eine Eskortreichweite, Abfangradius von 7. Gucken wir hier auf meinen Aufmarschplan, wo ich die Einheiten hinstellen wollte in den Niederlande. Wollte ich eigentlich ein bisschen weiter hier hoch verlegen. Und auch die Bomber kann ich jetzt tatsächlich, die taktischen Bomber tatsächlich auch schon mal ein wenig zentraler verlegen. Habe ich dann noch Zugriff drauf? Eigenschaften. Angriffsreichweite 7. Jetzt gehen wir mal von hier aus. Machen wir mal von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da sind wir im guten Bereich. Verlegen wir die auch schon mal weiter hier in den Norden. Ich gucke halt nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Auf dem Plan. Hauptquartier. Ja, ich denke mal, eigentlich stehen die da schon ziemlich gut. Jetzt haben wir von hier eine Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da komme ich nicht ganz hoch.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Eigentlich wäre hier ein guter Platz. Und die mittleren Bomber verlegen wir nach... Was hatte ich mir eingezeichnet? Ich habe mir ja da auch Gedanken gemacht drum. Na, eigentlich können die ganz gut da bleiben. Ich schaue jetzt gerade. Na, vielleicht verlegen wir sie noch ein bisschen weiter in den Süden. Was haben wir da für eine Regel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da passen die doch ganz gut hin. Dann verlegen wir die Bomber nach Frankfurt. Die Einheiten hier mehr an die Front. Ich denke mal, da wird es tatsächlich Zeit, lieber, dass wir noch weitere Einheiten in den Norden schicken. Ja, tut mir jetzt leid, dass es wahrscheinlich jetzt für euch tatsächlich ein bisschen langweiliger ist. Aber das war jetzt auch zu erwarten, dass jetzt gerade die Runden, bis es in Frankreich jetzt dann auch so richtig losgeht, tendenziell etwas schwächer sind. Forschen braucht man nicht, einkaufen braucht man auch nicht mit der deutschen Seite, was wir aber natürlich nicht vergessen sollten. Sagte ich so einfach, sind unsere U-Boote. Ich verlege jetzt hier auch schon mal, das hat den Grund, dass sie, ich zeige euch das ähnlich, wie ich hier ein eventuell gemeldetes U-Boot habe, das hier meine Konvoiroute stört. Frage ist auch, ob ich tatsächlich schauen sollte, hier Schiffe hoch zu verlegen, um die anzugreifen. Sieht es mit denen hier aus, mit den deutschen U-Booten, Angriffe 1. Vielleicht wäre das was, um das feindliche U-Boot anzugreifen. Eigenschaften gegen U-Boote 2, ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Mit Schiffen habe ich das Problem, dass ich meine Flotte möglichst schützen möchte. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt, ich mache Jagd mit meinen U-Booten. Und die Einheit hier verlegen wir. Versorgung von 6, Stärke 7 von 10, würde ich sagen. Verlegen wir es in dem Bereich. Dann hier diese U-Boote. Versorgung von 6 ebenfalls. Auch hier werden wir jetzt ein wenig verlegen. Damit Steinwallen da erstmal Jagd drauf machen kann, soll und muss. Auch die U-Boote verlegen wir jetzt tatsächlich erstmal weg von den Konvoirouten und dann in der nächsten Runde wieder zurück, denn ich muss meine Position hier schon regelmäßig ändern. Ob ich dann eigentlich meinen Kreuzer versteckt? Ah, hier. Gut. Tja, was machen wir hier oben jetzt mit den... Sollte ich einen Zerstörer noch rausschicken? Ist halt nicht ungefährlich. Wie gut sind die eigentlich momentan gegen U-Boote? U-Boot 1, also mein U-Boot ist schon besser gegen U-Boote. Probieren wir das. Ich möchte meine Flotte sonst größtenteils natürlich auch erhalten. Das war's. Marine erledigt. Aufmarsch Richtung Frankreich läuft. Geforscht wird. Eingekauft habe ich. Kommen wir zu den Italienern. Die dürfen sich jetzt langsam auch, wir können mal gucken, wie weit die schon jetzt in dem Bereich sind. Italien 69%. Ja, und ich glaube, hier mit dem Irak habe ich einen kompletten Schmarrn gemacht. Die tendieren zu den Alliierten, aber wenn natürlich die Briten Irak einnehmen, dann gehört ihnen der Konvoi sowieso. Aber die 50 Punkte sind natürlich jetzt investiert. Da komme ich jetzt nicht groß drum um. Italien hat jetzt mittlerweile 156 MPP. Tut sich ja sehr, sehr langsam was. Die Frage ist jetzt tatsächlich bei Italien. Schauen wir da mal rein, ob ich hier 125 in die Produktionstechnologie reinsetze. Vielleicht, oder Industrietechnologie, wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich müsste allerdings auch, um in Afrika gegen die Briten was ausrichten zu können, eigentlich auch Infanteriewaffen forschen. Ich glaube allerdings, da Italien immer hinterherhängt mit der MPP-Produktion, beziehungsweise da wenig verdient, wäre es schon sinnvoll, die zu versuchen, jetzt möglichst schnell da irgendwie aufzustocken. Darum machen wir das. Wir geben jetzt Stopp, Industrietechnologie, das wollte ich machen.
genau, Industrietechnologie, dass ich mehr MPPs bekomme. Dann haben die Italiener noch 31, also ihr seht, die Italiener sind schon die Hände so ein bisschen gebunden. Weitere Armeen Richtung Mittelmeer verlegen. Das wäre auf alle Fälle was. Wie weit können wir denn die Armee hier verstärken? Auf 7, mehr haben wir nicht. Damit ist wieder alles ausgegeben. Also ihr seht schon, mit der Verlegung ist es auch nicht ganz einfach. Die kostet eine Menge Geld. Ich muss die auch am besten erstmal in Italien aufstocken. Da kann ich bis auf Stärkepunkt 10 hochgehen, während ich in Afrika unten eben durch die Behinderung der Briten, durch die Besetzung hier, wo ist Malta? Da. Der Nachschub nicht ganz rein, nicht so wirklich runterkommt, runter nach Afrika und deswegen die Versorgungslage da etwas schwierig ist. Also, die Italiener sind schon die Hände recht gebunden. Wir werden jetzt mal hier mit den U-Booten einfach nur mal aufklärungsmäßig in die Ecke fahren, um zu sehen, was sich hier tut. Die italienischen Flugzeuge sind bereits Richtung Malta verlegt. Tja, und ich brauche auf alle Fälle ein Hauptquartier. Kaufen, Produktion, die Italiener bekommen im Januar, Februar ein weiteres Hauptquartier. Ich kann leider nicht sehen, wie gut es sein wird. Zeigt sich dann. Ein Hauptquartier muss ich auf alle Fälle natürlich auch noch nach Afrika verlegen. Aber jetzt gerade eben brauche ich auch noch ein Hauptquartier, dass sich hier unten meine Bomber verstärkt. Das heißt, meine Bomber sind natürlich deutlich effektiver, wenn sie auch einem HQ unterstellt sind, einem Hauptquartier. Tja, das war es auch mit Italien. Auch hier brauche ich jetzt keine operative Hektik verbreiten. Macht keinen großen Sinn. Meine Zerstörer sind hier zur Beobachtung für die Adria. Wir haben hier noch U-Boote, die den Schiffsverkehr ein bisschen beobachten. Vielleicht wäre es nicht schlecht. Nee, wir verlegen da nichts mehr. Sonst habe ich nämlich das, was ich nicht möchte, operative Hektik. Gut, also, Deutschland bereitet sich auf den Feldzug gegen Frankreich vor. Die Italiener schauen, dass sie mit der Produktionstechnologie langsam aufholen. U-Boote sind gemacht. Ich glaube, dieses Mal habe ich nichts vergessen, zumindest nichts Großartiges. Ist natürlich klar, es war schon sehr peinlich, die ersten zwei Runden komplett diese beiden Bereiche zu vergessen. Aber mein Gott, so ist es und ist auch ein bisschen der Nervosität geschuldet. Die legt sich aber langsam. Macht unglaublich Spaß und vielen lieben Dank für eure tollen Kommentare, auch ganz viele Kommentare und ganz ehrlich, ich habe auch nichts gegen Kritik. Vor allem nicht gegen konstruktive Kritik, da kam schon einiges rum und in mir werkelt es schon und ich werde einige Sachen sicherlich auch umstellen. Da bin ich sehr, sehr froh, denn ich bin natürlich auf Feedback angewiesen, um mich auch weiterzuentwickeln und gerade eben, glaube ich, ist eine ziemlich gute Chance, kommen viele Meinungen rein, dass ich da jetzt wieder einen Schritt nach vorne gehe. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative Stopp. Wir drücken noch auf den roten Knopf. Könnte noch was passieren. Möchtet ihr den Zug wirklich beenden? Ja. Frankreich setzt die industrielle Mobilisierung fort. Genau, die nehmen jetzt da Fahrt auf. Die UdSSR verstärkt ihre Militärproduktion. Da geht es ebenfalls langsam los mit der Kriegsproduktion. Die deutschen Fallschirmjäger werden bei Hamburg aufgestellt. Das ist, glaube ich, die siebte, oder? Siebte Fallschirmjäger-Division, genau. Alliierten Überfallangriff auf Norwegen, Deutsches Reich-Konvois. Darum kümmern wir uns in der nächsten Runde. Wir nehmen einen 224 MPP und Italien 73. Das war's. Ich wünsche euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Wir sehen uns in der nächsten Folge und irgendwann wird's auch wieder richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.